London, kam es hinter den Palastmauern etwa zum Eklat zwischen Königin Camilla und Prinzessin Kate? Einem Insider zufolge maßregelte die Monarchin ihre Nachfolgerin, angeblich wegen fehlendem Respekt vor König Charles III. Königin Camilla, zeigen Prinzessin Kate und Prinz William zu wenig Respekt? Dieses Verhalten gefällt Königin Camilla, 77, offenbar ganz und gar nicht. Vor allem seit der Krebsdiagnose von König Charles III. 75, ist die Sorge der 77-Jährigen um ihren Mann groß. Vielleicht fühlt sie sich auch deshalb berufen, mehr auf den Monarchen aufpassen und ihn beschützen zu müssen. Das zumindest behauptet laut gbnews.com nun der Royal Insider und Buchautor Robert Jobson. Und genau diesen Beschützerinstinkt soll Prinzessin Kate, 42, hier und da besonders zu spüren bekommen. Laut Jobson wehrte es Camilla generell als Affront, wenn Charles ihrer Meinung nach nicht genügend respektiert werde. Und dabei ist es auch egal, um wen es geht. Demnach soll Königin Camilla nämlich auch nicht selten gegen Prinz William, 42, und Prinzessin Kate, 42, sticheln. Camilla greift durch, auch gegen William und Kate, so beschreibt der Autor in seinem neuesten Buch Catherine, The Princess of Wales, eine Situation, die für Königin Camilla offenbar das Fass zum Überlaufen brachte. Demnach ließen Prinz William und Prinzessin Kate sie und Charles vor einer Veranstaltung, zu der sie gemeinsam fahren wollten, offenbar länger warten. Ein No-Go, denn immerhin befindet sich Charles in der Hierarchie über den Cambridges. Kurzerhand entschied die 77-Jährige, ohne den Thronfolger und seine Frau zu fahren. Als Charles mehrere Minuten auf das Paar warten musste, bestand Camilla darauf, schon vorzufahren. Als William und Catherine auftauchten, konnten sie nur noch die blauen Blinklichter der Motorräder, der Begleitfahrzeuge, Anmerkung. D. Red. Sehen, die in der Ferne verschwanden, so Jobson. Wie William und Kate auf die Entscheidung von Camilla reagiert haben? Unklar. Fakt ist aber, dass die Beziehung zwischen dem Thronfolger und seiner Stiefmutter lange Zeit als schwierig betitelt wurde. Obwohl der 42-Jährige nach dem Tod seiner Mutter Lady Diana, 36, stets gewollt hat, dass sein Vater glücklich ist, habe er sich angeblich nicht leicht damit getan, die neue Frau an der Seite von Charles zu akzeptieren. Seit sie in ihrer Sorge um ihre beiden an Krebs erkrankten Liebsten allerdings etwas gemeinsam haben, soll es zwischen ihnen, trotz aller Differenzen und Maßregelungen, zur Annäherung gekommen sein.